Hallo Leute, ich bin der Callcenter-Crasher mit dem heutigen Video. Alles nur Anrufe, deren Protagonisten so gar nicht für ihren Pitch gekämpft haben. Schnell aufgeben und auflegen war die Devise der heutigen Telefonakrobaten. Viel Spaß mit den Anrufen, wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, guten Tag. Rede ich mit Herrn Reismann? Das ist richtig, ja. Wer ist da? Richtig. Ja, Herr Reismann, das freut mich zu hören. Mein Name ist Gabriela Schneider. Ich rufe Sie von Gainful Markets Unternehmen. Ich bin Qualitätsabteilungsleiterin ja, bei diesem Unternehmen. Und meine Kollegin hat mich ausgerichtet, dass sie sich bei unserem automatischen System angemeldet. Ja, trotzdem hat nicht geklappt. Ja, so mit Investitionsprozess und so weiter. Können Sie mit mir sagen, was passiert dann? Wie, was passiert dann? Frau Anna Gaskun, ja, das ist eigentlich eine Beraterin von Ihnen. Sie haben mit dieser Person den Kontaktaufnahme gehabt und ja, sie haben mich ausgerichtet, dass sie eigentlich wollten, ab 2000 Euro zu investieren, aber ja, also, aber sie haben eine negative Entscheidung getroffen oder sowas. Können Sie bitte mir sagen, was passiert dann? Was hat sie gesagt? So, eigentlich, ja, sie wollten eine Banküberweisung tätigen. Ja, aber etwas eigentlich nicht so richtig lief. Vielleicht sie haben eine negative Entscheidung getroffen oder was Ich passiert dann? verstehe Sie leider schlecht. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Herr Reismann, es geht um Handelsplattformsystem. Ja, Sie haben sich vor kurzem in unserem automatischen System registriert, ja, um mit Finanzmarkt zu beschäftigen. Ist es richtig? Ja, natürlich ist das richtig. Natürlich. Haben Sie eine Erfahrung in diesem Gebiet oder das ist ganz neu für Sie? Sie sind Naja, ein neu. wenig Erfahrung habe ich schon. Aha. Können Sie bitte ein bisschen mehr über Ihre Erfahrungen erklären? Nö, Weil vielleicht meine das muss Kollegin Ihnen hat. reichen. Also Ah, haben das Sie ist mit lustig. Aktienmarkt was lustig? Ja, warum haben Sie gelacht jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ich Ja, habe es Sie. nicht vollkommen verstanden. Ah, Von Sie haben Ihrer irgendwas Seite, nicht weil verstanden. Dann fragen Sie Entschuldigung, doch, bevor Sie einfach lachen. die Leitung war kürzlich ab. Hier hat Herr Reismann, Entschuldigung bitte. Ja, also vielleicht Aktienmarkt, das ist der Sektor, wo Sie Ihr Anlagekonto aktiviert haben und gehandelt. Oder vielleicht Sie haben mit Kryptowährungen gehandelt. Mit welchem Sektor haben Sie gehandelt? Ja, das geht Sie ja gar nichts an im Prinzip, womit ich bis jetzt gehandelt habe. Okay, gut. So, was wollen Sie erreichen, ja, wenn Sie Ich sich höre Sie entschieden in unserem manchmal ganz schlecht. Automaten? Sie haben eine wirklich sehr schlechte Telefonverbindung. Herr Reisemann, ja, das ist Festnetz. Vielleicht geht es jetzt. Das ist das Festnetz. Geht es Von wo besser aus jetzt? rufen Sie denn an? Ja, also eigentlich Niederländer. Das Hauptbüro befindet sich in Amsterdam. Nee. Sie haben eine. Malerplein 109, das ist die Hallo. Straße. Und Hallo. hallo, ja, Herr Reismann, Hallo. ich höre Sie. Hallo, hallo, ja. Sie rufen nicht aus Hallo. den Niederlanden an, Sie rufen aus Österreich an. Das sehe ich an Ja, der weil das Nummer. ist andere Vorwahl, weil ich rufe Sie von IP-Telefonie an. Ja, ich Ah. rufe Sie vom Computer an. Also sind Sie nicht Ja, aus. genau. Okay. Und welches war jetzt Ihre Firma? Nochmal bitte. Gustav Malerplein 109. Was? Ihre Firma war Gustav Malleplein? Das ist ein komischer Firmenname. Nein, der Name ist Gainful Markets. Gainful Markets Unternehmen. Ja, und ja, so unser Hauptbüro befindet sich in Amsterdam, Niederländer. Und Gustav Malerplein, das ist die Straße, wo unser Hauptbüro befindet So. sich. Ja gut, aber Sie verstehen wirklich schlecht Deutsch, ne? Ich frage nach Ihrer Firma und Sie sagen Ah. Ihre Straße. Was? Sie sprechen schlecht Ja, Deutsch, genau, oder? Herr Reitmann. Aber ja, ich sehr schlecht. Aber ich möchte Ja, das verbessern. tatsächlich. Verstehen Sie? Ich möchte üben. Ja, Ich möchte gut. üben. Dann Ich möchte sollten üben, Sie Herr zuhören. Reitmann, mit Ihnen. Okay. Und Ihre Firma, ist die schon lange am Markt, oder? 7 Jahre. 7 Jahre. Ah, Möchten Sie sehe das ich gerade. erkundigen? Möchten Ja. Sie sich erkundigen?
Und Ja, die sind nee, nicht gut ich in der habe schon. Lernsicherheit, weil ich die nicht Da, da, herausfinden. ja, sie sammeln permanent dazwischen. Was ist denn los mit ihnen? Und plötzlich mochte die nette Dame nicht mehr mit mir telefonieren. Schauen wir mal zum nächsten Anruf. Fades to Wave, sagt Ihnen etwas noch? Können Sie uns noch einordnen? Nein, kann ich nicht. Thema Kapitalanlagen, Daytrading. Ist es noch ein Thema für Sie? Machen Sie was eventuell? Aber Ihr Firmenname sagt mir gar nichts. Ja, bei uns haben Sie sich ja eingetragen als Besucher und deswegen habe ich Sie auch kontaktiert. Nö, dann wüsste ich ja den Namen, wenn ich mich bei Ihnen eingetragen habe. Also, ich sage es, wie es ist. Also, ob Sie das jetzt wissen, vielleicht haben Sie sich ja überall eingetragen. Ich habe mich auf mehrere Seiten angefangen. Wie war Ihre Seite jetzt nochmal? Trades to Waves. Können Sie mir das mal buchstabieren? Vielleicht sehe ich Genau, es ja dann. ich mache Trade. Buchstabieren. Diese. Thomas, Richard, Anton, Dora, Emil. Die Ziffer 2. Und Waves. Wie Walter, Anton, Vogel, Emil. Trade to Wave und .de .com. .com. Genau. Okay, dann kann ich da ja mal schauen. Der Name sagt mir so gar nichts. Schauen Sie mal nach, gerne. Ist gar kein Problem. Wie gesagt, wir haben Sie nur als Besucher bemerkt. Deswegen habe ich Sie auch kontaktiert, mal nachzufragen, ob Also es noch ein Thema ist. ich sehe gerade auf Ihrer Webseite, die habe ich noch gar nicht, die kenne ich auch gar nicht. Wie, Sie kennen die nicht? Also haben Sie nirgendwo im Verlauf bei Ihnen die Seite von Nee, uns? habe ich nicht. Okay, wie kam es dazu, dass Sie jetzt bei uns gelandet sind, Das oder? frage ich mich auch. Das ist Warum? jetzt merkwürdig. Ja. Oder hat es jemand für Sie jetzt gemacht, auf Das Ihren weiß ich Namen jetzt? nicht. Das Das weiß ich wissen Sie nicht. nicht. Dann haben Sie ja sicherlich auch ein Double Opt-in. Kann sein, kann sein. Okay, Ja, aber jetzt das. Sie persönlich haben Sie jetzt keinen Bedarf, was in diese Richtung zu Ne, ich unternehmen, ne? interessiere mich für das Thema, aber ich habe mich auf Ihrer Seite nicht angemeldet. Ja, dann hat es jemand für Sie jetzt gemacht. Hat Ihre Ja, Daten benutzt und hat sich eingetragen. Das ja, ist, und das weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin bei Ihnen gelandet jetzt. genau dazu muss man ja einen Double Opt-in einholen. Okay. Das werden wir machen. Ja, das ist ja jetzt schon zu spät. Ein Double Opt-in müssen Sie machen, bevor Sie mich anrufen. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Nein, weiß ich nicht. Können Sie mir das mal gerne erklären? Ach, Sie, wo sitzt denn Ihre Firma erstmal? Das würde mich mal interessieren. Brüssel. In Brüssel sitzt Ihre Firma. Ja. Und dann haben Sie mit deutschen Gesetzen so gar nichts am Hute? Doch, doch, das haben wir schon am Hute. Wieso denn? Was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt den Gesetz gebrochen, oder? Ja, natürlich, Sie haben einen unlauteren Anruf Nein, gemacht. nein, 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 nein. Doch, 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 Sobald Sie haben die kein. AGB. Nein, 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 jetzt nein, hören nein, Sie nein, mich. nein, jetzt hören Sie mal zu. Das hat nichts mit dem Nein, 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 AGB nein, zu nein. tun. Nein, 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 nein. Sie müssen Nein, erstmal nein, ein nein, nein. Double Opt-in einholen. Das haben Sie nicht. Das haben wir Also, doch. Ich bin doch ja, hier kein IT-Experte. dann sagen Sie mir doch bitte, welches Double Opt-in? Wann habe Hallo, ich ich Ihnen das bin hier. gegeben? Ich bin Wann habe ich Ihnen hier das gegeben? nur zuständig Das in ist mir egal. Informationen Sie bei als mein der. Telefonpartner Ich müssen habe mir das Double Opt-in geben. die Seite habe ich nicht erstellt oder Ja, sonst das ist, irgendwas. das Ja, muss, das hat nichts mit Sie der haben Seite sich zu tun. Sie eingetragen, als Sie alt, nein, haben die eben dazu ist AGB das Double Opt-in akzeptiert. in ja da, um zum Verbrauch. Können ruhig weiterschreien, aber es nützt ja nichts, ne? Ja, nee, richtig. Also, es ist schon völlig klar, dann sind Sie ein So können wir betrügerisches nicht. Unternehmen. Nein, Doch, da doch, haben wir doch. nichts. Wir Doch, können doch, doch. Recherchen gerne machen. Machen Sie Ja, doch Recherchen, ist habe gar ich kein schon Problem. gemacht, habe ich schon gemacht. Ja. Wie Und? lange Was haben Sie gefunden? sind Sie denn am Markt mit Ihrer Firma? 20 Jahren. Ja, das sehe ich. 24 Tage. Seite erstellt Ja. am 21. März. Wieder so ein lustiger Betrüger, der keine Ahnung hat von dem, was er tut. Ich habe schon eine Ahnung, was ich da mache. Ja, Gar kein Sie Problem. versuchen die Deutschen zu betrügen. Ja, schon klar. Nein, um Gottes Willen, Oh, um das Gottes sagen Sie nicht richtig. Willen, nein! Ruft ohne Double Opt-in an, hat eine Wir können ja Webseite ruhig seit lachen. 20 Jahren oder 10 Jahren und ist gerade mal 24 Tage alt. Sind Sie ein dummer Betrüger? Ja, danke, ich danke Ihnen. Ja, Danke für gerne, das gerne. nette. Dumme Betrüger nehmen wir gerne aus Korn.
Super, das freut mich. Das ist ja, gut genau. zu hören. So. Die YouTube-Zuschauer werden sich freuen. Wir sind sehr nett. Wir sind sehr nett. Ich danke Ihnen. Ich denke, der ist doch sogar Saldum, oder? Ja, tatsächlich. Alles Gute. Willkommen im Club bei den Dummen. Genau. Danke. Ich bin der Dümmste. Das ist so. Das ist wahr. Sie sind ein dummer Betrüger, genau. Richtig. Genau. Die YouTube-Zuschauer werden sich darüber freuen. Wieder mal einen dummen Betrüger am Telefon zu gehabt. Genau. Immer so wollen Sie noch irgendjemanden grüßen? Ihre Mutter zum Beispiel? Sagen Sie, Mami, ich bin ein dummer Betrüger geworden. Bist du stolz auf mich? Da, Sie haben es schon gesagt. Ich brauche es nicht zu sagen. Ja. Das ist klar. Super. Haben Sie sonst noch irgendwas zu sagen? Nein. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ein schönes Wochenende. Dann dürfen Sie auflegen. Ja, Sie machen das für mich, nein, nee, ich mache das nicht. Ah, nicht? Ah, okay, dann mache ich das. Genau, machen Sie das. Alles Gute, nächstes Mal nicht irgendwo eintragen, ne? Ist der geil und dumm. Danke. Du hast das noch nicht gefunden mit dem Auflegen. Du musst jetzt. Nee, da hat er Probleme mit. Das kriegt er nicht so hin. Ne, das kriegt er nicht hin. Er kriegt ja auch nicht einfach vorgegeben, was er anrufen muss. Ja, genau. Sind Sie fertig, damit ich auflegen kann? Ja, Sie können schon lange auflegen. Wir unterhalten uns nach privat. Ja, das ist schon durch mit deinem Skript. Ist es schon zu Ende mit deinem Skript? Ja, nein. Ich habe keine Ahnung. Nein, wir tun es. Das waren erst die ersten 3 Sätze. Zu mir ist er nicht gekommen, weil er dumm ist. Oh Mann. Sie dürfen jetzt auflegen. Es ist Ihnen gestattet, aufzulegen. Nein, ich lege irgendwie gar nicht jetzt auf. Naja, gut. Eine Frage hätte ich noch. Wie kann man ein Double Opt-in haben, ohne zu wissen, was das ist? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja dumm. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, was willst du erwarten von einem Dummen? Also, sind wir fertig? Wir mit dir wir schon. Wir können noch eine Stunde weitermachen, ist deine Zeit. Ja, genau. Dann alles Gute. Oder möchten Sie weiterhin mich beleidigen? Nein. Das ist ja keine Beleidigung. Das ist eine Feststellung. Doch. Sie haben mich gerade 100-mal beleidigt. Ja gut, dann zeigen Sie mich doch an. Warum du dumm bist, das ist doch keine Beleidigung. Feststellung. Oder möchten Sie weiterhin machen? Sie können mich ja gerne anzeigen. Super, werde ich machen. Alles Gute, wunderschön. Ja? Schön, ich freue mich drauf. Ja, was ein Idiot. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, leg auf. Ja, soll ich auflegen? Ja, mach auf die Leitung frei für den nächsten Betrüger. Alles Gute dann, tschüss. Vielleicht gibt es noch einen Dümmerer wie dich. Nee, glaube ich nicht. Anscheinend. Glaubst du nicht, gell? Heute glaube ich nicht mehr, oder? Nee, heute nicht mehr. Ich werde mir diese Nummer merken. Alles Gute. Sehr schön. Freut mich. Am besten weitergeben. Genau, am besten schön weitergeben. Hallo? Hallo, ich spreche mit dem Herrn Trotschke, ja? Bitte? Ich spreche mit dem Arend Froschke. Ja, das ist richtig. Katrin Lehmann ist am Apparat, ich grüße Sie. Herr Trotschke, Sie haben vor 4 Tagen eine Anmeldung gemacht. Vielleicht wollen Sie Handel anfangen, ja? Ja, das kann durchaus sein, ja. Ja, aktuell bin ich Ihre Kontomanagerin und deswegen rufe ich Sie an. Ich soll Ihnen dabei helfen, das alles richtig zu machen. Ja, gut. Vielleicht haben Sie keine Erfahrung, ja, in diesem Bereich. War das jetzt eine Frage, oder? Nein, das war eine Frage, ja. Haben Sie schon Erfahrung oder sind Sie Anfänger? Ein klein wenig Erfahrung habe ich. Haben Sie ein bisschen Erfahrung? Okay. Aktuell vielleicht wissen Sie, dass bei uns ist ein vollautomatisiertes Handelsprozess ist, ja? Deswegen, wenn ich für Sie ein Konto aktivieren werde, dann werde ich Sie an auch Ihren Berater weiterleiten und dann bekommen Sie den Anruf von Ihrem Berater, ja? Aktuell selber brauchen Sie gar nichts zu tun. Von Ihrem Berater bekommen Sie alles automatisch, ja? Aber natürlich, die Zugangsdaten werden nur Sie haben und alles werden Sie unter Ihre eigene Kontrolle haben, ja? Ja. Herr Troschke, vielleicht wissen Sie, dass das Kapital nur 250 Euro ist. Stimmt das? Nee, das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich mehr investieren.
Okay, mit welchem Betrag wollen Sie das Konto aktivieren denn? Das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Aktuell schauen Sie mal, Mindestbetrag ist 250 Euro, wie ich schon erklärt habe. Und damit haben Sie die Möglichkeit, Handel zu beginnen, ja? Parallel, wenn ich Sie an Ihren Berater weiterleiten werde, alle detaillierten Erklärungen bekommen Sie von dem Berater, ja? Und bekommen Sie auch alle Unterstützung, was Sie in diesem Bereich brauchen. Wenn Sie eine Information brauchen, Sie können mir das fragen und ich werde Sie antworten. Ja, dann sagen Sie erstmal, ich habe mich auf mehreren Plattformen angemeldet. Welches ist denn jetzt Ihre? Es ist GF Assets. Wie? GF Assets heißt das. Können Sie es mal buchstabieren? Gustav Friedrich Anton, zweimal S wie Siegfried, E wie Emil, T wie Theodor, S wie Siegfried. Ja, und dann .de? Ja. .de. Okay, dann gehe ich mal auf Ihre Webseite. Oder versuchen Sie es mit .com. Ach, nicht .de. Kennen Sie Ihre eigene Webadresse nicht? Bitte? Kennen Sie Ihre eigene Internetseite nicht? Natürlich, das kenne ich. Ja, warum haben Sie dann erst gesagt .de und versuchen Sie .com? Ja, versuchen Sie es mit .de und dann versuchen Sie es mit .com. Also kennen Sie Ihre eigene Internetseite doch nicht, wenn Sie die eigene Adresse gar nicht wissen. Okay, versuchen Sie es mit .de zuerst, okay? Bitte was? .de, also das ist ein Domain, vielleicht wissen Sie es, .de, ja? Ja gut, ich frage nur, weil Sie es ja offensichtlich nicht wussten. Okay, okay. So. Nee, es gibt keine Seite mit .de. Hallo? Ihr Telefon ist kaputt. Das war ihr wohl dann doch zu peinlich, die Domain ihrer eigenen Firmenplattform nicht zu kennen. Da ist es einfacher, direkt kommentarlos aufzulegen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hallo? Hallo, guten Tag. Herr Reismann, richtig? Ja. Grüße Sie. Ich bin Lea und ich melde mich gerade aufgrund Ihrer Anmeldung wegen Online-Handel, Online-Trading. Herr Reismann, erinnern Sie sich bitte? Ich habe mehrere Anmeldungen gemacht. Und für welche Firma sind Sie jetzt? Wir sind der Firma Euroswiss FX. Ihre Daten also sind heute bei mir mitgeteilt, da Sie ein paar, also sind schon informiert über Forex-Markt, also Roboter-Trading Bitcoin, Herr Reismann. Ja, so richtig noch nicht, nee. Haben Sie keine Anmeldung gemacht? Doch, natürlich. Okay, deshalb also rufe ich heute an, weitere Informationen mitteilen. Haben Sie ein bisschen Zeit momentan? Ja, habe ich. Also super. Okay, Reismann, bevor Sie weitermachen, ich wollte Ihnen kurz fragen, haben Sie Erfahrung an diesem Bereich, an der Forex-Markt? Haben Sie investiert oder ist das erstes Mal für Sie? Nee, an Forex habe ich noch nicht investiert. Alles klar. Okay, dann ganz genau, Herr Reismann, ich sehe gerade in meinem System, dass Sie sind schon interessiert über den Roboter-Trading. Also Roboter-Trading, Herr Reismann, es ist einfach eine App, eine Software-Handel, der wird durch mathematisches Algorithmus entwickelt, Herr Reismann, und er ist so installiert, dass schon die Marktprognose kennt und öffnet und schließt die Operationen von alleine. Herr Reismann, das bedeutet, es wird also alles automatisch sein und Sie müssen nichts zu tun, sondern nur schauen, Ihre Profit am Ende des Tages. Okay? Ja. Und gerade, wir sprechen für eine Testphase, Herr Reismann, also für einen Minimumbetrag von 250 Euro. Und weil Sie einen Kunden, neuen Kunden, also bei uns sind, wir werden das gleiche Summe, in der gleichen Summe, also die Sie entscheiden zu investieren, das gleiche bekommen Sie als Unterstützer, Herr Reismann. In den ersten zwei Wochen
Sie, es ist also wie eine Testphase für Sie, Herr Reismann. Und in diesen 2 Wochen, Sie werden mit unserem Kapital handeln. Ihr Kapital bleibt auf Sicherheitsstufe, Herr Reismann. Danach, das ist schön, dann kann ich ja erst nach 14 Tagen einzahlen. Also erstmal, Herr Reismann, wenn Sie entscheiden, ein Konto eröffnen, der Minimumbetrag fängt ab 52 Euro. Aber natürlich, Sie investieren, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Okay? Zum Handel, Sie werden mit unserem Kapital diese 2 Wochen, Herr Reismann. Natürlich, nachdem Sie alles geschaut haben, überprüfen haben, wie das geht, wie das funktioniert, Sie können auch eine bessere Entscheidung treffen, Herr Reismann, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. Wenn nicht, natürlich jederzeit, Sie können eine Auszahlung machen, Ihre Kapital zurückbekommen, Herr Reismann. Außerdem, Sie werden haben, die eine Finanzexperte zur Verfügung, jederzeit mit Ihnen in Kontakt zu treten, Herr Reismann, also für jede frische Informationen, für jede Frage, die Sie werden haben. Auch, er wird Ihnen natürlich Bescheid sagen, wie können Sie die Roboter-Trading in Ihrem Smartphone. Und da ist sie raus. Hallo? Hallo, Herr Reismann? Ja, warum legen Sie denn auf? Ja. Nein, ich habe nicht aufgelegt. Ich weiß nicht, was ist passiert, also mit der Verbindung. Was? Von wo aus rufen Sie denn an? Von wo aus rufen Sie denn an, dass Sie so eine schlechte Telefonleitung haben? Von Österreich melde ich mich, Herr Reismann. Ja, und aber in Österreich, da hat man doch nicht so schlechte Telefonleitungen. Ich habe Verwandte in Österreich. Wieso? Wieso können Sie mich nicht hören, oder wie? Doch, aber wenn Sie sagen, dass die Telefonleitung wäre weg, Sie haben nicht aufgelegt, ich habe nicht aufgelegt, warum soll dann die Telefonleitung abbrechen? Okay, und wieso ist das ein Problem, Herr Reismann? Ja, ich habe nur gefragt. Mehr nicht? Ja, das weiß ich nicht, Herr Reismann. Probleme können also überhaupt von jedem passieren. Können jedem passieren, okay. Okay. Dann haben Sie verstanden, was ich bis jetzt erzählt habe, Herr Reismann? Das habe ich bis jetzt verstanden, ja. Okay, nun bin ich Ihrer Meinung, was denken Sie? Ja, das wird ganz interessant. Wie sieht das aus? Das wird ganz interessant, wenn ich die 2 Wochen Testphase habe und nach den 2 Wochen dann einzahle, dann habe ich das ja getestet, dann kann ich gerne einzahlen. Sie haben das falsch verstanden, Herr Reismann. Erstmal die Einzahlung, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie machen Ihre Handelskonten zum Aktivieren. Ja, aber ich kann mit meinem Geld nicht handeln, sondern muss mit Ihrem Geld handeln. Genau, Herr Reismann. Die ersten 2 Wochen. Da brauche ich ja mein Geld noch nicht einzahlen. Warum soll ich denn ein Konto Ihre machen? Geld brauchen wir Ihre Handelskonto zum Aktivieren, die Roboter-Trading aktivieren, Herr Reismann. Das können Sie doch so machen. Wenn da schon 250 Euro drauf sind, können Sie es doch aktivieren. Okay, aber mit welchem Geld werden Sie handeln? Ja, mit den 250 Euro, die Sie da eingezahlt haben. 250 Euro sind ein Konto zum Aktivieren, Herr Reismann. Ja, eben. Und Sie geben mir 250 als Bonus, haben Sie gesagt. Genau. Ja, eben. Genau. Dann handeln Sie doch die ersten 2 Wochen mit meinem Bonus und dann sehe ich, wie es läuft und dann zahle ich ein. Und wie werden wir den Counter aktivieren, Herr Reismann? Das können Sie sicherlich so. Sie haben doch bestimmt einen Knopf, wo das Konto dann scharf geschaltet wird. So funktioniert der Reismann bei uns, okay? Also. Die 250 Euro, die Sie investieren werden, ist ein Konto zu aktivieren. Unsere 250 Euro ist Handel anzufangen, Herr Reismann. Na gut, okay. Okay, so funktioniert das. Na gut. Und wenn Sie möchten, Herr Reismann, ich kann Ihnen auch nochmal schriftlich alles schicken, damit Sie auch mehr Informationen lesen können, wer wir sind, unsere Lizenznummer auf unserer Website. Können wir also machen? Ja, Sie können mir erstmal sagen, welche Webseite Sie haben. Ich habe Sie ja nun gerade am Telefon, da ist es auch schneller. Euroswiss, okay, Euroswiss FX, Herr Reismann. Euroswiss. Euroswiss FX. FX, Euroswiss FX und wie geht's weiter? Genau. .com. .com. Sehr schön, da haben wir Euroswiss FX.com. Ja, dann
Können Sie in Ruhe alles schauen? Ja, naja, okay? Ich habe ja noch Fragen. Ich habe ja noch Fragen. Ah, schauen Sie jetzt. Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Bitte schön. So, bitte und, schön. Ja, bitte schön. Okay. Und wo sitzt diese Euroswiss FX? Wir haben unsere Filialen in Österreich, in London, auch in Italien, Herr Reismann. Ja, und wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Ich werde das... Das sollen Sie mir jetzt sagen. Lizenz, alle die Adressen. Das können Sie mir doch sagen. Ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Was möchten Sie wissen? Ich möchte den Hauptsitz Ihrer Firma wissen, der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Österreich, Herr Reismann. Österreich, in Wien. Okay, haben Sie da die Adresse für mich? Ich kann nicht im Telefon sagen. Wenn Warum Sie möchten, nicht? Ich werde das per E-Mail schicken. Warum können Sie das nicht am Telefon Wieso sagen? Muss ich das machen? Ja, naja, gut, wenn Sie Kunden haben sollen, sollten Sie, jede Firma, die im Internet eine Präsenz hat, gibt auch Ihre Firma. Steht das vielleicht auf Ihrer Webseite? Und nun mag sie nicht mehr. Das hat die gute Lea wohl heftigst überfordert. Und sie hat einfach aufgelegt. Im nächsten Anruf haben wir wieder eine Lea, aber von einer ganz anderen Firma. Was ein Zufall. Hört es euch einfach an. Hallo? Hallo. Schönen Tag. Spreche ich mit Rachna Sebastian? Ja, ist richtig. Lea Schmidt am Apparat von Beratungsunternehmen. Über Investitionsmöglichkeiten möchte ich Sie informieren, Herr Nersebach. Wissen Sie, was Kryptowährung ist? Ja, aber von welchem Beratungsunternehmen? Von AA Partners Group. Aha. Herr Nersebach, haben Sie Erfahrung mit Kryptowährungen? Ja. Oder mit Aktien? Nein. Verständlich? Haben Sie Erfahrung mit Kryptos, richtig? Ja. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen? Gute Erfahrung. Herr Nersebart, ich habe gesagt, wir sind Beratungsunternehmen. Und gerade wir haben ein neues Projekt, das Ihnen Giving garantiert. Sie werden monatliches Profit von 40-60% bekommen. Das garantiert Sie? Genau. Wie garantiert Sie das? Wie garantiert Sie das, war meine Frage? Genau. Ja. Ja, wie garantieren Sie das? Genau. Ja. Unser Unternehmen. Ja, wie garantieren, verstehen Sie nicht? Ich habe gefragt, hallo. Wie haben Sie gefragt? Richtig. Schauen Sie, Sie werden in kleine frische Kreditierungen investieren, die hat Preispotenzial und wird schon nächste Woche oder Monatspreis steigen. Deshalb garantieren wir Ihre Gewinne. Das können Sie doch gar nicht. Das können Sie doch gar nicht. An der Börse, nein, ich kann gucken, ich kenne mich ja aus. Also an der Börse kann man nicht garantieren. Es gibt keine Garantie. Vielleicht hören Sie doch einfach mal zu. Sie erzählen mir, Sie würden etwas garantieren. Vielleicht reden Sie mal nicht mehr dazwischen. Es ist fürchterlich, mit Ihnen zu telefonieren. Also an der Börse. Was möchten Sie noch sagen? Reden Sie doch mal einfach nicht dazwischen. Meine Herren. Also, die Frage ist, an der Börse ist nicht sicher. Und Sie können nichts garantieren. Sie können auf keinen Kursgewinn garantieren. Ist nicht möglich bei der Börse. Wie garantieren Sie denn den Gewinn? Herr Nasebat, wir haben Analystenteam. Sie analysieren jeden Tag den Finanzmarkt. Und gerade wir haben Münze auf dem Finanzmarkt, die werden nächsten Monat oder nächste Woche preissteigen. Verstehen Sie das, ja? Wir arbeiten mit kleinen, frischen Kryptowährungen. Wenn Sie vertrauen nicht, kann ich Ihnen alles zeigen. Das werden Sie selbst kontrollieren. Und von unserem Unternehmen, Sie bekommen nur die richtigen Informationen. Genauer gesagt, Sie geben Ihr Geld nicht zu mir, nicht zu meinem Unternehmen. Doch, natürlich, verstehen Sie das, ja? Natürlich gebe ich das, ja. Mein Geld zu Ihrem Unternehmen. Genau, Herr Nasebach. Ja, Sie haben gesagt. Sie haben Erfahrung und Sie wissen schon, ja? Lassen Sie mich doch auch mal. Sie sagen etwas und reden weiter. Sie sagen, ich würde mein Geld nicht zu Ihrem Unternehmen geben. Doch, tue ich doch. Herr Nasebach, in welche Plattform haben Sie investiert? Das geht Sie doch gar nichts an. Das ist privat.
Ich möchte einfach wissen, wissen Sie Binance oder Coinbase? Natürlich. Sie sind öffentliche Plattformen, ja? Ja, aber hiermit doch nichts zu tun. Deswegen muss ich trotzdem nicht sagen, bei wem ich investiert habe. Warum sollte ich das sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Okay, wie Sie wollen. Aber ich gerade erkläre Ihnen, was macht unser Unternehmen und wo werden Sie Kryptokonto erstellen? Wo haben Sie Konto? Von welcher Plattform haben Sie Konto? Das geht Sie doch gar nichts an. Das sagte ich mehrfach. Herr Nasebert, wollen Sie Geld verdienen? Wollen Sie investieren? Ja, gut. Okay, dann stellen Sie Ihr Unternehmen doch erstmal vor. Herr Nasebert, wir sind AA Partners Group Unternehmen, Beratungsunternehmen. Und wir beraten für unsere Kunden bestimmte Kryptowährungen, die derzeit Preispotenzial haben. Und wir garantieren ihre Gewinne von 40-60%. Unsere Interesse das hatten wir ja von schon, dass es Gewinne, keine Garantie gibt. Können Sie bis zum Ende hören? Na gut, dann erzählen Sie mal. Unsere Interessen sind gleich, wenn Sie bekommen viele Gewinne, wir bekommen auch von Ihren Gewinnen die Kommission von 2-10%. Wenn Sie vertrauen, ich kann in Ihnen alles zeigen, präsentieren, Sie werden besser verstehen, dann treffen Sie bitte Ihre Entscheidung. Es geht. Sind Sie fertig? Okay. Gut. Also, woher rufen Sie jetzt an? Aus der Schweiz bekommen Sie diesen Anruf. Ich sehe es gerade. Schweden. Schweden ist nicht Schweiz. Aus der Schweiz bekommen Sie diesen Anruf. Nein, der Anruf ist aus Schweden. 046 ist Schweden. Österreich meinen Sie. Hören Sie. Verstehen Sie gar nicht, was ich sage? Ich habe verstanden. Ja, und? Ihre Vorwahl ist 046. Das ist Schweden. Das ist nicht Österreich und das ist nicht Schweiz. Und auch dieser Anruf ging sehr überraschend vorbei. Man merkt, die haben gar keine Ahnung, welche Rufnummern das Betrügerunternehmen da so spooft. Das war's für dieses Video. Hab Dank, dass ihr dabei seid und genießt den Sommer. Bis demnächst, euer Callcenter-Crusher.